Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Alex Strickt hier auf YouTube. Ich bin Alexandra und ihr kennt mich unter dem Namen Alex Strickt hier auf YouTube, auf meinem kleinen Strickkanal, sowie auf Instagram und Facebook. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und ich möchte euch mit auf die Reise nehmen, was ich in den letzten 2 Wochen, ja ich glaube 2 Wochen, gestrickt habe, woran ich gearbeitet habe, was ich so getüftelt habe. Ja, und was es generell so für Neuigkeiten gibt. Genau, als erstes möchte ich mich nochmal bedanken, wieder für die vielen Views vom letzten Video und auch die netten Kommentare. Es hat mich sehr gefreut. Einige von euch haben ja auch schon signalisiert, dass sie jetzt beim Snowflakes Karl dabei sind. Der ist diese Woche gestartet. Ich nehme das jetzt auf und es ist Freitag, der 3. September. Das heißt, seit Mittwoch läuft also schon der Snowflakes Karl und man kann auf Instagram auch schon die ersten tollen Projekte sehen, die ihr begonnen habt. Und ich habe natürlich auch schon was gestartet, das zeige ich euch dann aber gleich. Und generell habe ich sehr viele neue Sachen angefangen. Ich habe ganz viel gestrickt die Zeit und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir doch direkt auch mal an. Genau. Zuerst zeige ich euch, was ihr schon kennt. Und zwar ist das das Babyjäckchen aus der tollen Merino 120. Ich versuche heute übrigens nicht so viele Äms und mit einzubauen. Das fällt mir gar nicht so einfach. Es ist doch recht schwer. Ich bin ja keine ausgebildete Sprecherin. Aber mir ist es beim letzten Video selber aufgefallen und es gab ja auch Kommentare unter dem Video, dass ich sehr oft Äm gesagt habe. Ja, das ist wirklich schwierig, das zu unterbinden, wenn man so im Erzählfluss ist. Und wie gesagt, ich habe ja keine Notizen. Ich bin keine ausgebildete Sprecherin. Von der Seite her ist es etwas schwierig, da immer in einem Flow zu bleiben, natürlich zu bleiben, zu sagen, was man denkt, aber dabei eben wirklich diesen Fluss auch zu bekommen. Also von der Seite her seht ihr es mir nach. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Aber ja, wie gesagt, ist schon wieder Ann gesagt. Also, ich versuche es. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Und ja, wen es halt wirklich zu sehr stört, der darf halt dann, der muss halt dann abschalten. Wie gesagt, aber so ist es halt. Man wächst ja auch an seinen Aufgaben, genau. So, jetzt aber zum Babyjäckchen. Das Babyjäckchen in diesem braunen Kupferton ist ein kleines Raglanjäckchen. Und ich habe es jetzt, wie ihr seht, auch schon die Ärmel abgeteilt. Das ganze Jäckchen wird in glatt links gestrickt und hat rechts gestrickte Raglanschrägen. Und die Knopflöcher und die Knopfblende wird auch direkt schon mitgestrickt. Die ist auf der Seite direkt am Ärmel, dass wenn das Baby auf dem Bauch liegt, eben nicht auf den Knöpfen liegt und dass das dann eben nicht stört. Genau, und hier an der Seite laufen die dann komplett bis runter. Und das wird schon alles automatisch mitgestrickt am Stück. Da gibt es also dann im Nachhinein gar nicht so viel zu tun. Hier kann man dann, das habe ich auf einem Faden stillgelegt. Das finde ich immer mit am besten. Da ist das Strickstück auch schön flexibel. Hier habe ich auf dem Faden die Ärmelchen stillgelegt. Die kann man dann später wieder auffassen. Dann kann man sich überlegen, macht man kurze Ärmel, mittel oder lange Ärmel oder wie auch immer. Und hier oben der Halsausschnitt ist relativ unscheinbar auch gestrickt. Und das Highlight von dem Shirtchen, von dem Jäckchen, ist aber der Rücken. Also hier habe ich diese wunderschöne Zopfbordüre, da wo der Markierer hängt, da war ich beim letzten Mal. Und ja, es ist ein gutes Stück dazugekommen. Wie gesagt, die Ärmel sind abgetrennt und unter dem Ärmel laufen auch die beiden Raglan-Maschen weiter nach unten. Also das fand ich ganz hübsch, um dem Ganzen noch so ein kleines Detail mit einzuverleiben. Genau. Jetzt kann man denken, ja, es ist ja so da total unspektakulär vorne, sieht ja langweilig aus. Ja, tut's schon. Es ist vorne sehr schlicht und einfach, aber hier wäre mein Plan eben sehr, sehr hübsche Zierknöpfe noch zu suchen, sodass auch das vorne dann einen schlichten, aber auch wirkungsvollen, wirkungsvolle Front dann auch bekommt. Und wie gesagt, hinten ist letztendlich der große Zopf, der das Ganze dann aufpeppt. Genau. Jäckchen hat noch keinen Namen. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Wenn ihr schöne Namensvorschläge habt, die auch
unisex sind, also die für Männlein und Weiblein gehen, dann würde ich mich da sehr freuen, weil das ist ja doch ein Design, was weder für Jungs noch für Mädchen alleine ist, sondern eben auch für beide geht. Und von der Seite her muss ich mir dann noch was überlegen. Stricken tue ich das aus der Merino 120 von Schachmeier. Und das ist die Farbe 107. Das ist so ein Kupfer-Nougat-Ton. Ich denke mir da auch jedes Mal wieder neue Bezeichnungen aus. Ich habe keine Ahnung, wie das offiziell heißt, aber mit der Farbkennung 107 findet ihr ja den Farbton, wenn euch das interessiert. Genau, also hier nochmal. Oh, das Licht ist heute schwierig. Draußen scheint so die Sonne, dass ich jetzt hier den Rollladen ein bisschen runter machen musste, damit ich hier nicht so halb in der Sonne sitze. Ich hoffe, es ist okay. Und ich hoffe auch, dass es von den Farben her gut sichtbar ist. Genau. Also das Plan für mich selbst, das möchte ich gern beim nächsten Mal euch dann fertig zeigen. Das wird jetzt übrigens auf eine Größe 74 dann doch rauskommen ungefähr. Ich hatte da einfach mal wild angeschlagen, so Pi mal Daumen. Und jetzt aber von den Maßen her wird das eine Größe 74. Also das ist so für Babys halbes Jahr alt ungefähr, sowas in der Richtung, genau. Da ist aber mein Plan auf jeden Fall noch eine kleinere und auch noch eine größere Größe zu errechnen, sodass dann an einer eventuellen Anleitung dann drei Größen fürs erste Lebensjahr zu finden sind. Genau. Ich finde, viel mehr braucht es meistens eigentlich auch gar nicht, weil ich finde, so ein Jäckchen, das darf auch gerne mal ein bisschen größer sein. Da wird ja in der Regel auch noch ein Body drunter gezogen oder wie auch immer und das darf auch gerne ein Stück mitwachsen und ich war auch immer so bei meinen Kindern lieber den Ärmel unten noch einmal umgeschlagen und dann hält es länger, dann hat man einfach auch länger was von dem handgestrickten Stück und von der Arbeit die man, und Mühe, die man sich ja damit auch macht. Genau. Aktuell habe ich 2 Knäuel für dieses Projekt. Ich muss mal schauen, ob mir das reicht, ob ich mir noch ein drittes besorge oder ob ich kurze Ärmel mache oder vielleicht mit einer anderen Farbe auffülle, da muss ich mal gucken. Aber das kann man ja machen, wie man möchte. Genau, also das war Projekt Nummer 1. Genau, habe ich vorhin vergessen zu sagen, was trage ich heute? Ich trage heute das Shirt Summer Vibes, auch von mir gestrickt und designt. Und die Anleitung dazu findet ihr natürlich auf Ravelry und auf Crazy Patterns. Kann man jetzt auch sehr gut im Snowflakes-Karl mitstricken, wenn man möchte. Und das habe ich gestrickt aus der Schachenmeier Sommerschein. Das hat so einen ganz leicht dezenten Glitzerfaden mit drin, der aber auch nicht zu dolle ist. Und das ganze Shirt hat eben Blockstreifen. 6 Stück. Ich zeige mal hier an der Seite. Genau, also 6 Blockstreifen. So richtig aufstehen kann ich jetzt hier nicht. Genau, wird am Stück gearbeitet von unten nach oben. Dann das nächste Projekt, was ihr noch kennt, und zwar ist das mein Shawl Suri, der Suri-Schal. Der ist schön gewachsen. Genau, also das war die Farbe Nummer 1 und hier hängt irgendwo, da hängt der Markierer, da war ich beim letzten Mal. Und jetzt ist das ganze Stück in diesem, in der Farbe Rosenquarz dazu gekommen. Und da bin ich auf dem zweiten Knäuel inzwischen, ungefähr in der Hälfte, würde ich jetzt mal sagen. Ah, nee, nicht ganz. Wenn ich es umdrehe, hier sieht man die eingewebten Fäden wieder. Da, genau, also ein Stückler ist dazugekommen. Und da muss ich auch noch einige Reihen fleißig weiterdrehen. Genau, gestrickt wird das mit der Nadelstärke 4,5. Da habe ich die Knit Pro Zing drin. Habe ich eben nicht gesagt, das Babyjäckchen stricke ich auf einer Nadelstärke 4 mit der Knit Pro Symphony. So, hier das Garn ist die Suri Alpaka von Lang. Ein ganz neues Kuschelgarn. Kommt in 25 Gramm Knäulen daher. Ich habe 5 Farben, A2 Knäuel und das ist die nächste Farbe. Das ist ein Hellgrau. Und es ist wirklich super flauschig, fusselt auch nicht so arg. Also für alle Leute, die wegen Fusseleien Mohair zum Beispiel nicht mögen oder auch bei Mohair das nicht mögen, dass es so ein bisschen so krabbelt. Also das Suri-Garn hier, Suri-Alpaka, ist unglaublich weich und kuschelig und fusselt fast gar nicht, wenn man strickt. Genau. Also ich habe schon ein Dreiviertel Farbe verstrickt von Farbe Nummer 2. Das heißt, da kommt dann also weiterhin was drauf. An der Seite gibt es einen kleinen Krausrand, der direkt mitgestrickt wird. Und
An sich soll das eben auch ein Design am Stück werden, wo man relativ wenig Fäden vernähen muss. Ich habe im letzten Mal ja schon ein bisschen erzählt, wie ich das hier mache mit dem Fäden vernähen. Und es hat auch jemand drunter geschrieben, ob ich dazu nicht ein Erklärvideo machen könnte. Das könnte ich tatsächlich mal tun. Muss ich mal schauen, wie ich jetzt dann im Herbst Zeit dafür habe. Momentan ist bei mir zeitlich ein bisschen schwierig, aufgrund der Baustelle, die wir nach wie vor noch haben. Dann arbeite ich ja auch wieder. Ich habe auch jetzt meine Stunden erhöht zum September von der Arbeit, von der Seite her. Muss ich gucken, wie ich dazu komme mit zusätzlichen Videos. Hatte ich mir aber sowieso auch schon mal überlegt. Von der Seite her werde ich das sicherlich mal tun. Aber nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, wann das kommen wird. Aber ich werde bestimmt dazu ein Anleitungsvideo machen, wie man die Fäden vernäht, dass man da relativ wenig Arbeit im Nachgang an das eigentliche Stricken dann eben auch hat. Genau, dass nicht so viele, ja, Vernähprojekte rumliegen und man da schneller zum Ergebnis kommt. Deswegen versuche ich ja jetzt immer meine Fäden schon direkt mit einzuweben, dass ich danach eben einfach wirklich Faden abschneiden, fertig. Genau. Das waren die beiden Projekte, die ihr schon kennt. Dann ist Neues dazugekommen auf meinen Nadeln. Und zwar fange ich erst an mit dem. Und zwar, beim letzten Mal hatte ich euch das ja auch gezeigt. Ich habe ja die Leo von Lang bekommen für meine Bubbles and Braids Weste. Da hatte ich ja auch schon vor längerem eine Maschenprobe gestrickt und jetzt habe ich angeschlagen. Und kann ich euch die Konstruktion nämlich auch noch mal ein bisschen genauer zeigen. Habe ich diese Zopfbordüre angefangen. Genau, damit fängt man quasi an, die Weste zu stricken. Und zwar fängt man hier in der Mitte an, da hängen auch die zwei Fäden. Man fängt hier mit diesem, ich nenne das jetzt mal Noppenauge an, indem man einen provisorischen Maschenanschlag macht und dann diese Zopfblende in die eine Richtung strickt bis zu einer gewissen Länge, dann hier die Maschen aufnimmt, eine Noppe arbeitet und dann in die andere Richtung strickt. Und jetzt habe ich im Endeffekt auch schon genau den Teil, der dann später hier als Halsblende dann eben sitzen wird. Und jetzt ist der nächste Arbeitsschritt, mit einer Rundstricknadel hier an der Blende Maschen aufzunehmen und dann den Rückenraglanbereich zu stricken und zu arbeiten und dieses riesige Zopfnoppenmuster des Rückens quasi runter zu stricken. Und genau, also das ist der nächste Schritt. Das Garn, kann ich auch noch mal kurz vorstellen, ist aus ein Mischgarn, 45% Wolle, 44% Baumwolle und 10% Poly, ist filzfrei ausgerüstet von Langjans. Das hier ist übrigens die Farbnummer 8. Genau. Und es kommt hier in so schönen rosa-rosé-Tönen um die Ecke. Genau. Stricken tue ich Nadelstärke 5 bei dem Lang Leo. Und das sind die Knit Pro Zingnadeln. So. Also, das ist ein Projekt neu, Nummer 1. Kommen wir zu Nummer 2. Nummer 2, da habe ich auch viel dran gestrickt, weil die Scan macht so einen Spaß. Und zwar erinnert ihr euch bestimmt noch an die Merino Yak Color Regia Premium und ein Mischgarn aus 58% Wolle, 28% Polyamid und 14% Yak, ist Sockengarnstärke, 100 Gramm mit 400 Meter. Genau, also ganz neues Garn, weil diese Color-Variante neu ist und da gibt es hier drin noch so Weinrot. Also das hat eine relativ kurze Farbverläufe und mein Plan war ja, einen Kuschelloop daraus zu machen. Und das habe ich auch angefangen. Und zwar habe ich echt schon viel gearbeitet. Guckt mal, und kommt das Garn nicht genial raus? Also das ist jetzt ein Knäuel, war hier zu Ende ungefähr. Das ist also die Länge von einem Knäuel. Ich habe dann ein bisschen abgewickelt, damit es der Farbverlauf einigermaßen fortgeführt wird. Also wer ganz genau hinschaut, der sieht an der Stelle,
ist jetzt hier einmal ein bisschen blau und grün zu viel. Da habe ich ein kleines bisschen rosa zwei Reihen abgewickelt und zurückgestrickt, weil das dann einfach vom Übergang her sanfter war. Und der Plan ist, zwei Knäuel komplett zu verstricken. Es wird ein kleiner, ein kleiner Eikordrand direkt schon mitgestrickt, mitgearbeitet. Also wieder für ein Projekt, was man einfach am Stück durchstrickt und fertig ist es. Gestrickt auf Nadelstärke 3,5, das sind die Adi Novell in der Black Edition von Langjans. Und gestartet bin ich mit einem provisorischen Maschenanschlag. Und das ist eben dieses Diagonalmuster. Ich hoffe, man sieht das jetzt in dem Licht. Es ist auf jeden Fall dieses Diagonalmuster. Hier sieht man es. Mit linken und rechten Maschen, die sich dann jede Reihe verschieben. Und so kriegt das Ganze einen gewissen Stand. Das Muster ist vorne wie hinten gleich. Ja, also das ist später in dem Blau, sieht man es, glaube ich, sehr, sehr schön, diese Diagonalrippen. Und die Idee ist dann, dass man den dann 2 bis 3 Mal um den Hals wickeln kann und dass das hier so ein riesen Kuschelteil dann wird. Also ich glaube, das wird richtig cool. Es fühlt sich auch sehr weich an, sehr angenehm. Ist ein schönes Garn. Und genau, ist vor allem für Accessoires sehr gut geeignet. Bei Socken muss man halt wirklich schauen. Es ist ja ein Sockengarn, aber wer auch andere Podcasts schon mal geschaut hat, zum Beispiel die Elli von Verstrickt und Zugenäht, die hatte mal Socken aus der Premium Yak gestrickt und die hatte das Problem bei den Socken, dass durch starkes Beanspruchen des Garnes kommt dieser Yak-Anteil, der filzt sich dann so raus. Also das muss man sich halt überlegen, ob man das für Socken nimmt. Ich finde es wirklich sehr weich als Sockengarn und Accessoire, so ein Loop, bestimmt auch Mützen, Handschuhe, alles was, oder Stulpen, gehen wirklich sehr, sehr gut. Es ist sehr angenehm zu tragen. Also auch die so ein bisschen empfindlich sind mit Wolle am Hals, kann ich wirklich empfehlen. Sehr angenehm. Genau, hier sieht man den Eikordrand, wenn er so liegt. Dadurch rollt er sich auch nicht wirklich ein, der Schal. Und ich finde wirklich diese Farben, also die finde ich schon ziemlich cool. Genau. Das ist der Kuschelloop, der braucht auch noch einen Namen. Aber das macht echt Spaß. Ich liebe ja so abwechslungsreiche Stricksachen, die einfach sind, die manchmal auch ein bisschen mindless sind, also wo man so dumpf vor sich hin stricken kann. Aber trotzdem muss man hier natürlich aufpassen, dass man den Musterrapport dann auch richtig macht. Und was ich halt total schön finde, ist, man sieht hier diesen Farbverlauf, wie sich das gerne einfach entwickelt. Und dadurch ist es immer spannend und immer interessant zu gucken, welche Farbe kommt als nächstes. Und weil dann kann man immer so dieses, naja, die Farbe mache ich heute noch, die Farbe mache ich heute noch. Und dann sitzt man bis spät in die Puppen und strickt halt vor sich hin. Genau. Also sehr, sehr schönes Projekt. Dazu in Kürze noch mehr. Genau, dann habe ich noch ein neues Projekt. Und zwar, es ist ja Snowflakes Kall. Und ich habe ja gesagt, ich will auch mitstricken. Und zwar wollte ich doch aus dieser tollen Langjans Snowflake eine Mütze stricken, eine Beanie Snowflakes. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe angestrickt. Und die kommt auch ziemlich cool raus. Es ist ein super weiches Garn. Ich bin wirklich sehr begeistert. Und ich stricke das hier auf meinen kleinen, ich glaube, das sind Knit Pro, waren das, glaube ich. Ja, Knit Pro. Die Symphony sind das, glaube ich. 40 cm. Und genau, ich habe das Bündchen. Bin von meiner Anleitung etwas abgewichen. Ich habe hier ein rechts verschränkt links Bündchen gestrickt. In der Originalanleitung ist es quasi eine rechts, eine links. Aber man kann ja auch mal was anderes machen. Das würde so aussehen. Und so sieht es mit verschränkt aus. Sieht aus wie kleine Zöpfe. Und was ich bei dem Garn wirklich cool finde, das sind diese kleinen Farbspeckles da. Das sind diese Schneeflöckchen quasi, die man in dem Garn eingearbeitet hat. Hier in dem hellen Bereich gibt es da so dunkle Speckles. Und hier habe ich jetzt zwei Mustersätze, das Snowflakes-Muster gestrickt. Ich hoffe, man sieht es jetzt.
Das am Anfang, von der Mütze sieht man das immer noch nicht so gut. Das sieht man dann eher besser, wenn die Mütze schon ein bisschen gewachsen ist. Und es strickt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Man sieht hier auch die Struktur vom Garn. Das hat so einen, ist das geflochten? Das ist auf jeden Fall verkettet. Das ist nicht direkt verzwirnt, das ist eher verkettet. Ist sehr fluffig. Also man darf auch nicht zu sehr ziehen, dann wird es nämlich eher dünn. Und hat einen sehr, sehr hohen Flauschfaktor. Hat nämlich auch 42% Alpaka und das merkt man auch. Und einen sehr hohen 47% Baumwollanteil. Genau. Also ein ganz tolles Garn und eignet sich eben, wie gesagt, für so eine Mütze, für eine Beanie. Also das wäre auch Ziel für mich, das nächstes Mal die Mütze fertig zu haben. Ich will ja im Snowflake-Skull auch noch weitere Sachen stricken. Da habe ich mir nämlich noch weiter vorgenommen, habe ich ja beim letzten Mal auch schon erwähnt und angedeutet, aus der Merino 85 von Schachmeier möchte ich mir noch ein Set aus Mütze und Stulpen stricken, wahrscheinlich aus von meiner Beanie Mona. Da gibt es Handwarmer, also so Handstulpen und auch eben eine tolle Mütze mit Zopfmuster. Und da kann man mit der Merino 85 arbeiten. Das ist ein Garn, 50 Gramm, 85 Meter. Gestrickt wird das üblicherweise mit Nadelstärke 4,55 und alles 100%, genau 100% Merino. Ist übrigens auch Ökotex standardisiert, zertifiziert. Ja, also ich mag die Merinos von Schachenmeier, die finde ich sehr angenehm. Und das hatte ich ja beim letzten Mal eben auch erzählt. Jetzt, während der Snowflake-Skull hier auf YouTube läuft, habt ihr die Möglichkeit, 5 Knäuel von diesem Garn, von dem Merino 85 zu gewinnen. 5 Stück in der Farbe, die ihr es möchtet. Ich habe mich hier für ein Anthrazitgrau entschieden. Und ihr könnt 5 Stück gewinnen, indem ihr beim Snowflake-Skull mitmacht und mir Anfang Oktober dann von eurem Projekt, also spätestens bis Anfang Oktober, ein Foto von eurem Projekt schickt per E-Mail, was ihr jetzt im September gearbeitet habt, gestrickt habt, nach meinen Anleitungen, egal welche. Genau, das schickt ihr mir und jeder, der mir eine E-Mail mit einem Foto schickt, das ich dann hier auch zeigen darf, nimmt automatisch an der Verlosung dieses Garnpakets teil. Und von mir gibt es natürlich dann noch die Anleitungen für die Beanie und die Stulpen noch mit dazu. Genau. Also macht mit, ich freue mich drauf. Und dann haben wir hier eben auch mal ein Zusammenstricken, ein Knit-Along auf YouTube. Genau. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und da findet ihr auch alle weiteren Informationen zu allen Designs, die ich hier gezeigt habe, zu allem, was ich so erzähle, wenn es irgendwo Rabattgutscheine gibt oder ich irgendwie Designs erwähne von anderen oder Shops erwähne. Sowas findet ihr alles eben unter dem Video, genauso auch die Links zu Ravelry und Crazy Patterns, wo ihr meine Anleitungen natürlich auch bekommt. Genau. Dann habe ich ja noch gesagt, mein Plan wäre noch diesen Pullover, den ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, zu stricken irgendwann im Winter. Und da habe ich jetzt auch noch eine Probe bekommen für die Merino 40. Da wollte ich nämlich mal eine Maschenprobe stricken, ob das zu diesem Pullover, zum Chunky Dahlia von der Lene Holme Samsö, heißt sie, glaube ich, ob das Garn dafür passt. Das ist ziemlich dick. 40 Meter auf 50 Gramm, mit Nadelstärke 7 oder 8 gestrickt. Und in der Anleitung braucht es eine Maschenprobe von 14 Maschen mit Nadelstärke 7 in glatt rechts. Also es könnte hinkommen, muss ich mal probieren. Vielleicht muss ich auch eine Nadelstärke noch runtergehen. Aber an sich könnte das ein gutes Garn für dieses Projekt werden. Und ich habe mir auch schon die Anleitung gekauft und sie gibt sie tatsächlich auf Deutsch. Das war auch eine Rückfrage unter dem letzten Video. Ja, diesen Pullover mit diesem schönen Blattmuster hier in der Passe, den gibt es auf Deutsch. Den gibt es auf Englisch, auf Deutsch und Dänisch, Norwegisch, irgendwie was Nordisches gibt es. Ich glaube 6 Sprachen. Wahrscheinlich auch noch Französisch oder Italienisch oder sowas. Aber das, genau, den habe ich mir jetzt gekauft und
den möchte ich auf jeden Fall stricken jetzt im Winter. Es hat noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, jetzt habe ich meine Weste angefangen, aber ich habe beim letzten Mal gesagt, wenn ich die Weste fertig habe, dann ist dieser Pullover fällig. Und ja, den habe ich mich echt schon verliebt. Den brauche ich. Genau. Dann wollte ich euch noch kurz updaten. Und zwar habe ich ja mal, als ich die 1000 Abonnenten erreicht hatte, habe ich ja gesagt, ich mache eine Sonderfolge und habe ja von euch Fragen gesammelt. Da muss ich sagen, ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Ich kriege das zeitlich gerade nicht hin, zusätzlich zu diesem normalen Rhythmus alle 2 bis 3 Wochen noch diese Sonderfolge aufzunehmen. Ich schaffe es einfach nicht. Und ja, von der Seite her habe ich mir jetzt überlegt, ich habe diese Fragen natürlich alle noch, ich habe auch in Teilen ja schon welche beantwortet und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde jetzt in jede Folge, in jedem Video einfach am Ende immer kurz eine Frage mir rausnehmen und die beantworten, sodass ihr alle eure Fragen auch mit der Zeit eben beantwortet bekommt. Ich fand es ja toll, dass ihr gefragt habt, dass ihr so ein Interesse an habt an den Sachen, die ich mache, an mir, zu meinem Kontext, und soweit ich das möchte und kann, werde ich auch dazu antworten. Hab bitte Verständnis, dass ich nicht zu viel von meinem Privatleben hier im Internet ausbreite, sondern da eben nur punktuell. Und genau, genauso wie ich meinen Mann, meine Kinder und andere Familienmitglieder auch per Foto nicht zeigen werde, habe ich auch schon mal gesagt, also ihr werdet keine Fotos von meinen Kindern sehen, wo die Köpfe mit dabei sind, oder wenn, dann ist es irgendwie unkenntlich gemacht, weil ich da schon der Meinung vertrete, dass das Kind eigentlich das Recht hat, selbst darüber zu entscheiden. Und meine sind ja noch so klein, dass sie weder Ja noch Nein sagen können. Und sie sollen nicht später irgendwann mal sagen, warum hast du das gemacht? Von der Seite her, das ist ja auch von jedem selbst die Entscheidung. Aber wir haben für uns in der Familie beschlossen, dass wir das so handhaben wollen. Und von der Seite her werde ich da immer nur kryptisch was zur Familie dann auch sagen. Genau. Aber zurück zum Text. Ich möchte am Ende jeder Folge immer die ein oder andere Frage beantworten, und es gab auch ein paar Themen, die fand ich so komplex, oder da fällt mir einfach so viel ein, was ich dazu erzählen könnte oder euch zeigen möchte, dass ich beschlossen habe, dass ich eher Sonderfolgen in dem Zusammenhang dann mal aufnehme. Also ich glaube, ich habe da mehr davon und ihr auch, wenn ich einfach thematisch mal eine Sonderfolge aufnehme und euch ein Thema vorstelle, die eben was auch mit Stricken zu tun hat, als wenn ich jetzt eine Sonderfolge mache, wo ich einfach die 10 meistgefragten Fragen beantworte und die einfach nur so runterrasse. Also irgendwie war das für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ist jetzt auch irgendwie nicht die Erfüllung. Und von der Seite her werde ich das erste Projekt, was ich da umsetzen werde, ihr habt gefragt mehrfach, welche Stricknadeln ich denn bevorzuge und womit ich schon gestrickt habe. Das meiste kriegt ihr ja mit. Ich habe Stricknadeln, sehr viel von Knit Pro. Ich habe vereinzelt was von Adi, ich habe auch vereinzelt von Gründel, von Chaogu habe ich das kleine einen Set. Genau, also verschieden. Und ich habe jetzt nochmal Kontakt aufgenommen zur Firma Adi, und die waren so lieb und haben mir ein paar Stricknadeln noch zukommen lassen, dass ich euch da einfach noch ein bisschen umfänglicher was zu erzählen kann. Also ich gehe jetzt so ein bisschen in so eine Testphase und mache da nochmal wirklich einen Vergleich. Wie gesagt, mit Knit Pro habe ich sehr viel Erfahrung, mit Adi eher weniger. Und weil Adi eben auch aus Deutschland ist und ich das schon auch gut finde, wenn hier lokal produziert wird und das Unternehmen von lokal ist, möchte ich euch gerne das auch vorstellen. Aber selber habe ich noch nicht so viel Erfahrung, weil wenn man sich einmal so auch selber festgesessen hat auf das, was man so hat und damit auch an sich gut strickt, warum soll man dann groß was anderes noch probieren? Und deswegen habe ich gedacht, nee, ich probiere das jetzt aber, ich teste das jetzt mal wirklich und ich werde euch dann Bericht erstatten, wie meine Erfahrungen sind. Also ich habe ja von Knit Pro 2 Sets austauschbare Nadeln. Ich habe jetzt von Adi kein komplettes Set, aber eben verschiedene Nadelspitzen und Seile bekommen. Auch aus verschiedenen Materialien vorne die Spitzen, aus Holz, aus Metall, aus Olivenholz, Novellspitzen, also verschiedenes, dass ich da einfach mal durchprobieren kann. Und ich habe ja auch noch im Vergleich dann von Chaogu, das ist zwar nur die Shorties, das kleine System, aber trotzdem sind es ja auch diese Austauschbaren, dass ich das einfach mal testen kann. Und ich habe auch von Adi
ein paar Trios mal bekommen, weil ich damit auch noch nie gestrickt habe. Und ihr alle kennt ja meine Nadelspiel, Liebe sozusagen. Und von der Seite her habe ich gedacht, das wäre eigentlich auch nochmal eine coole Sache. Und da wollte ich nämlich, habe ich in einer großen Nadelstärke bekommen, da wollte ich jetzt mal für die Mütze quasi auf die Trios wechseln und wollte das mal ausprobieren, wie sich das jetzt eigentlich stricken lässt. Und dazu nehme ich dann im Herbst, Spätherbst, mal eine Folge auf. Also ich stricke jetzt eine Weile damit, arbeite da so vor mich hin. Und wenn ich dann soweit bin, dann würde ich da nochmal eine Folge aufnehmen und oder eben während einer Folge, während einer normalen Folge, ein bisschen ausführlicher über dieses Stricknadelthema dann auch sprechen. Genau. Also das ist so mein Fahrplan. Ich hoffe, ihr findet das auch gut. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Und ihr könnt auch noch gerne nochmal Themen auch einsteuern, an denen ich oder wo ich Ähnliches, wo ich einfach auch nochmal ein bisschen mehr dazu erzähle. Also ich hatte da noch, wollte zum Beispiel noch wissen damals, wie ich zum Stricken gekommen bin. Das habe ich schon mal erzählt. Das kann ich aber auch gerne nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen. Was ich beruflich mache, woher ich meine Ideen bekomme, wie ich das alles unter einen Hut bringe, das weiß ich manchmal selber nicht, aber irgendwie funktioniert es und klappt. Also da waren ganz viele verschiedene Themen dabei, welche Handarbeitstechniken ich auch schon ausprobiert habe, welche Stricktechniken ich bevorzuge, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Themen und ich würde mir jetzt, wie gesagt, immer mal eins rausgreifen. Jetzt habe ich für heute ja schon grob ein bisschen über die Nadeln erzählt und über das Projekt und wie gesagt, das lasse ich jetzt eine Weile laufen und wenn ich dann soweit bin, dann würde ich euch da noch mal ein bisschen ausführlicher was zu erzählen. Genau. Das war's dann für heute. Ich sage danke fürs Gucken. Ich sage jetzt schon mal danke für eure Kommentare. Es wird mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein bisschen wieder unten drunter schreibt, wie ihr das gefunden habt, was ihr für Anregungen habt oder generell Fragen, Meinungen, wie auch immer. Und dann sehen wir uns, denke ich, so in 14 Tagen wieder. Und ich freue mich auch schon sehr, dass jetzt noch mal ein paar Tage Sonnenschein kommt. Der Sommer war ja wirklich völlig daneben. Und jetzt kriegen wir ja noch mal so hoffentlich einen schönen Altweibersommer und vielleicht einen goldenen Herbst. Und das wäre sehr, sehr schön, dass man da doch noch mal ein bisschen Sonne tanken kann und noch mal die Akkus ein bisschen auffüllen kann. Genau. Also in diesem Sinne, genießt nochmal das schöne Wetter, die schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!